So, Leute, da sind wir beim nächsten Spiel. Ich habe wie immer den Dommer dabei. Servus. Und wir gucken uns heute an, Patrick mit UV Blade gegen Colorless Post. Interessant. Sehr, sehr interessant. Colorless Post hier die Liste mit nicht mehr Dice Factory, nicht mehr 1000 Würfeln, sondern tatsächlich einen Post. Einen also Post. Mit Planeswalkern und... Genau, Planeswalkern und ich glaube einem dicken Viech. Aber hauptsächlich Planeswalker. Hat der noch Fortnite hier drin? Nee, ich glaube nur dicke Viecher. Wow. Glaube ich. Deck dazu ist jetzt auch vor ein paar Tagen, Wochen online gegangen. UV Blade auf der anderen Seite, meiner Meinung nach das stumpfeste Deck, was ich in meinem Leben je gespielt habe, ist einfach dieses, ja, dann spiele ich mal einen Dude und dann habe ich tausende Konter, tausende Removal, tausende irgendwas. Mhm. Aber auch ein ganz, ganz cooles Deck. Dreck unter der Hülle. Dreck unter der Hülle ist bei einem voll, fast komplett ausgefeultes Deck immer so ein Problem. Mhm. Smart to the Plowshares auf der Hand ist nicht so geil. Stoneforge. Hm. Ja. Ja, da passiert nicht so viel, ne? Nee, aber... ja, warum muss man Angst vor Wasteland haben? Nee, als Colorless Post-Spieler nicht. Also es gibt ganz, ganz wenige UV-Blade-Spieler. Nee, ich wollte jetzt gerade den UV-Blade-Spieler überlegen, weil... Nö. Ja, okay, der Punkt ist halt, man hat selber Back-to-Basics drin, zwei im Mainboard. Ja, je stimmt. Nachdem, was da auf der Hand ist, kann es halt jetzt auch... Ja, das kann halt auch gut kommen, stimmt. Ja, oh. Ja vor allem, weil es dich halt ganz, ganz wenig tangiert. Hier kann die Better Skull auf die Hand, was eine okay Choice ist. Ich hätte wahrscheinlich ein anderes Schwert genommen. Ja. Da ist noch ein Cloud Post. Heilige. Ja, ist viel Post, ne? Ja, gibt man auf 6 Mana hoch. Das kann man halt auch mal machen. Da ist viel Removal auf der Hand. Thoughtnotzieher ist im Deck, tatsächlich. Petty Theft. Ja, wie gesagt, Thoughtnotzieher ist im Deck. Dürfte jetzt wahrscheinlich auch gleich gespielt werden. Oder es sind halt 6 Mana. Mit 6 Mana kann man halt 4 machen. Oder ein Ugin. Ne, Ugin kostet 8. Ah ne, der kleine Ugin kostet 6. Okay, der Thoughtnotzieher. 2 Mana Floating. Ja, Dazen bringt halt nichts, ne? Generell bringt nix. Ja, das ist ein ETB. Bei dem ist der ETB. Ja, ja, aber ich meine damit halt auch, dass jetzt so zu reagieren kann er ja gar nicht. Nö, nicht wirklich. Es ist Swords to Plowshares, Better Skull, der kleine Petty Theft-Typ. Snappy? Ich glaube, es ist Snappy. Ich kann es nicht genau sehen. Ich glaube, ein Land ganz hinten? Ganz hinten Land, ganz vorne ein Land. Schön, damit keiner es sehen kann. Ja, super. Der Klassiker. Einfach mal gerade so. Ashen Beast Girl war ja auch noch dabei. So, das ist halt die Frage. Hand wird auch offengelegt, bleibt auf dem Karakas, das ist ganz hinten und das ist ein Snappy. Das ist ein Snappy, yo, go. Ja, Swords hat man auch. Jetzt kommt halt wahrscheinlich der Ugin. Also halt Turn 4 Ugin. Funktioniert. Kann man machen. Da ist noch ein Grim Monolith auf der Hand. Ach, das waren die Vesuva oben, die da jetzt getoppt liegt. Ja, das sind ja, glaube ich, alles Judge-Promos, oder? Die Cloud-Post ist eine Promo. Ich weiß mal nicht, welche Promo es genau ist. Das Vesuva kenne ich in dem Artwork jetzt gerade auch nicht. Das Vesuva ist das normale Artwork tatsächlich. Es wirkt nur so krass, weil es ein From the Vault ist. Was ist das denn jetzt? Das ist doch, das Eldrazi-Monument. Ah. Das ist ein 5-Mana-Artefakt, was sagt, farblose Spells kosten 2 Mana weniger. Ach du Schande. Farblose Kreaturen kann ich +1/+1. Und immer wenn ein farblosen Zauber gespielt, kriegt er ein Leben. Boah. Das ist strong. Das ist widerlich. Ja. Das ist richtig, richtig strong und kann halt richtig zum Eskalieren führen. Ja, vor allem Dingen. Wenn du den Würfel kann man halt nicht lesen. Das finde ich immer ganz schade, wenn Leute nicht die Würfel benutzen, die ich... den zur Verfügung stelle. Ja, da wird auch gerade schon geschoben. Yes. Ja gut, da machst du halt nichts. Ja, der Ugin, das war dann halt, der ist wiederum sehr, sehr geil mit dem Full Art. Yes. Den habe ich mir an dem, da es ja auch ein Paper-Turnier war, tatsächlich auch mal angeguckt. Und jetzt es gibt ja den in Full Art und es gibt diesen, da habe ich mit dem Pferd auch lang breit drüber geredet, diesen anderen, der diese komische 8 im Flügel hat. Ach so, ja, der sieht ein bisschen komisch aus. Der sieht überhaupt nicht gut aus, weil er diese random 8 da drin hat. Ja, der hat halt die Flügelspitzen unten so in die Textbox mit rein. Das genau, ist was schön ist tatsächlich, ja. Gut, was haben wir hier? Jace, Petty Theft, Force of Negation, Jace. Boah, Doppel Jace. Ja, Brainstorm. Land. Eigentlich? Kann man halten. Ja, ich denke auch. Das hätte ich auch halten. Du kannst, ja.
soliden Start hinlegen. Ja, Land Go, Land Go. Solider Start für OW. Oh, Chalice könnte wehtun. Könnte wehtun. Nee, Torpor Orb. Wegen Snappy, wow. Snappy und Stormforge. Weiß ich jetzt auch nicht, ob ich den boarden würde. Ist die Frage, was man alles rausnehmen kann aus dem Deck. Der wird gespellt. Und er wird gevalued, tatsächlich. Er wird gevalued. Hey, wir haben die auch nicht gemacht. Weil, True Name trifft er nicht. Nee. Und du hast normale Ausrüstung im Deck und sonst trifft er halt. Ja, okay, die Stormforge ist dann halt ein Lauch, ne? Ja, das ist halt eine 2 oder eine 1-2er, die keinen Effekt mehr hat. Das ist korrekt. Das ist natürlich zumindest kein ETB. Ja, sie kann immer noch Ausrüstung rein cheaten, aber halt. Die musst du halt ziehen dann oder halt mit Brainstorm finden. Yes. Aber interessante Wahl, dazu Spell Piercen hätte ich. Ich persönlich hätte es nicht gemacht, aber das ist natürlich auch immer so ein bisschen. Der Gegner wird sie reingebordet haben für und vielleicht übersehen wir einfach was. Ja, das stimmt. Das ist der andere Post. Der Glimmerpost. Der Glimmerposten. Den lieb gibt für jeden Post. Yes. Und da ist ein Basaltmonolith. Den kann man, glaube ich, einfach resolven lassen in der Version, ne? Jein. Das Problem ist, er kann auch hiermit Infinite Mana machen. Weil das Eldrazi-Moment hat noch den letzten Aspekt, den ich gerade eben nicht erwähnt habe, ist, immer wenn du was für farbloses Mana tappst, kriegst du Mana mehr. Ah, stimmt. Dann macht er mit dem ja, okay, dann macht er mit den anderen. Nee, mit den anderen Monolithen. Nicht. Mit den anderen Monolithen macht er genau nicht das Mana voll, hiermit macht er das Mana voll. Das ist der Grund, warum er den drin hat. Uff. Ja, sehr, sehr cool, sehr viele Interaktionen, sehr, sehr nice. Golos. Mit Mana Golos. Boah, welches Land sucht man sich hier raus? Kommt der? Das ist jetzt, glaube ich, eher die Frage. Da würde ich auf jeden Fall einen Brainstorm draufzünden. Ja, das andere auf der Hand ist halt leider ein Force of Negation. Das macht halt nichts dagegen, weil es eine Kreatur ist, also ein Force of Will. Ja, und Swords. Jetzt ist die Frage, ob man es resolven lässt und dann swordet. Boah, das hat er sich, glaube ich, schon gegen entschieden. Ja, es sieht so aus, als würden die auf drücken. Es ist immer noch sehr interessant, dass das Ding überhaupt draußen ist, drauf ist, das Swords überhaupt noch im Deck. Ja, du hast halt die Fortnots hier, du hast das Ding. Ja, also dicken Eldrazi, ja, ist korrekt. Das ist, du hast ein halt bisschen nicht viel. Der Rest ist halt Planeswalker, Mana, Stuff, Dinge, die er tut. Der hat die wahrscheinlich gecuttet, gehe ich auch mal von aus. Also. Ich hoffe es, ich hoffe es. Da ist noch ein Cloudpost auf der Hand. Und dann spielen Cloudpost Go. Hm. Docs zieht man das Swords. Hätte man Go? Boah, okay, hat man nicht gefetcht, um was anderes zu ziehen. Weil wenn jetzt ein Land gezogen hätte, hätte man den anderen Jazz. Nee, ist ein Back to Basics auf der Hand. Ist das ein Back to Basics? Ich meine, es wäre ein Back to Basics auf der Hand. Ich sehe jetzt keins. Ganz hinten. Also wirklich ganz, ganz hinten. Ja, ja, der dadurch, dass er die Hand so toll Ja, der Klassiker. Da war ein Force of Negation, Brainstorm. Swords, dieses Jahr noch am Shuffeln und ganz hinten die letzten zwei Karten, meine ich, wäre. Ne, das ist ein Jason. Ach, ein Jace. Ein Jace? Also da vier Handkarten. Da wäre ich echt überlegen gewesen, ob ich einfach fetchen gehe, um ein Land zu ziehen oder zu finden, vielleicht. Und dann den Jace zu droppen. Weil wenn er jetzt hier den Jace gedroppt hätte, ich denke, das wäre sehr, sehr mächtig gewesen. Einfach nur für den Top-Deck-Control. Ja, was ja oftmals gegen das Deck reicht. Mhm. Okay, geht man zumindest einmal fetchen. Ja, hätte ich vorher noch den Brainstorm gezündet. Hat er noch einen Brainstorm? Ich meine, grundsätzlich ist das UW-Blade halt so, du versuchst keine Ressource zu verschwenden. Die Hand ist gut, ja, okay. Es gibt keine Karte, die du von der Hand loswerden möchtest. Ist halt ein anderer Spielstil, wie ich bei den Blauen im Delver spiele. Genau, ganz anderer Spielstil. Obwohl du beide theoretisch dasselbe machen. Du droppst eine Kreatur und danach hast du nur noch Removal und Counter, um die Kreaturen durchzubekommen. Ja. Aber halt nicht annähernd so Tempo basiert, sondern UW Blade schafft das halt dadurch, dass sie halt dem Two-Name spielen. Spielen die mittlerweile auch Jeskai zum Teil? Ja, zum Teil Jeskai, aber tatsächlich nur für Red Elemental Blasts. Und hin und wieder mal einen Affen. Aber es ist tatsächlich ganz, ganz interessant, dass das Deck halt wirklich sehr kontrolllastig einfach runterspielen kann. Mit drei Ländern ist es schwierig. Du brauchst in dem Deck eigentlich vier Länder und versuchst damit dann halt weiterzukommen. Auf der anderen Seite sind jetzt hier 2, 4, 8 Mana, 11 Mana, wenn man möchte. Das ist jetzt natürlich echt. Okay, das sind 6 Mana, 4 Mana, 6 Mana, 4 Mana,
Okay. 6 Mana. 13. 11 Mana, 12 Mana. Ist das der Dicke? Das ist der Dicke. Ja, da kommt ein fetter Olamok. Der tut halt weh. Das ist halt, wenn er gecastet wird, darf der halt 2 permanente exilen. Das heißt, der hittet hier einfach 2 Länder. Ist der uncounterbar? Nein. Ja, okay, ist ja ein Cast-Trigger, von daher. Ja, genau. Boogie, boogie. Warum wird jetzt hier zurück... Auf den Target wird noch gebrainstormt. Damit er noch am Cast ist und... Achso, ja klar, du musst ja dann auf das Target reagieren, wenn es Boah, ich glaube, hier ist kein Counter auf der Hand. Das ist halt echt bad. Es kann jetzt halt gut passieren, dass man jetzt hier einfach Fetch Sword zu Blowshares machen muss. Brainstorm geht man bitte dazwischen fetchen. Ja, ich wollte schon sagen. Ja, das war jetzt gerade auch. Ja, vor allen Dingen, du musst jetzt hier auf ein blaues gehen. Ne, du müsstest theoretisch, um safe zu sein, auf weißes gehen. Genau, du musst eine doofe Ebene nehmen. Du willst eigentlich keine doofe Ebene nehmen. Du musst die doofe Ebene nehmen. Weil es ein Prismatic Vista ist. Genau, und du deshalb gezwungen bist, halt Basic zu benutzen. Was ungeil ist. Ja. Boah, ey. Ja, es ist nicht so schön. Vor allem nicht, wenn der Gegner halt Turn 5 Olamok hardcastet und man selber mindestens 2 Landdrops verpasst hat. Ja, und da ist wieder kein Counter bei. Da ist ein zweites Swords bei. Ja, da ist wenigstens eine Plains bei. Ja, eine Insel. Eine Insel. Dann gehen die beiden, End of Turn Swords. Musst du halt machen. Wenn er angreift, exiliert jetzt 20 Karten von deinem Deck. Das kannst du dir nicht erlauben. Ja, vor allen Dingen haut er auch einfach mal zu. Yes. Strong ist halt hier, dass er wirklich exiliert wird und halt einfach eine Menge Leben gibt. Jo. Aber er wird halt exiliert, weil er ist ja auch unser Sterber. Hm. Wie die guten. Die guten alten dicken Eldrazis, die waren ja alle unzerstörbar. Ja, nicht alle, aber sie haben alle was Lustiges. Emrakul hat Schutz vor Farben, ist aber zerstörbar. Boah, ich wollte gerade sagen, Value, ja, das Force of Will hoch, weil wenn da jetzt was kommt, was du mit dem Negation Hit kriegst, dann guckst du schon wieder voll in die Röhre. Yes. Was ist ein Urbog? Ja, spielen wir jetzt halt UW, also hier UWB Blade. Ja, Chalice auf 1. Force of Negation, Pitch Jace. Damit sind beide Jace aus dem Deck. Uff. Yes. Ja, und die geht halt jetzt hart das Pulver aus. Ja. Und das ist eigentlich okay, solange du eigentlich eine Kreatur auf dem Feld hast. Ja, wenn jetzt ein True Name liegen würde, ich habe keinen einzigen True Name gesehen in der ganzen Zeit, ne? Stimmt. Teilweise cutten die auch den True Name für Merktide. Den habe ich auch nicht gesehen. Ja. Ich habe so wenig gesehen. Jetzt hat der einen Warping Veil, oder? Yes. Alter, yes. Ist das räudig. Warping Veil eine sehr, sehr coole Karte. Sehr, sehr coole Karte. Oh, viel zu wenig hat gespielt. Der Ding gerupft. Ja, es sieht aktuell ungeil aus. Auf der anderen Seite ist Cloudpost halt auch nicht dafür bekannt, dass es gute Top-Decks hat. Ja, aber die hat, sind meistens... Also wenn ja, wenn sie es kommen, mal einen Hit hat, dann hittet es halt richtig. Kurz sagen, wenn dann Shepard dort richtig. Ja, 2 Mana, 3 Mana, 5 Mana. Eldrazi-Monument. Ja, das ist okay. Damit hat man dann schon mal Infinite Mana liegen. Dann Go. Ja, was willst du großartig gut, machen? Gut, das Swords kannte man, aber da hätte man fetchen können, oder nicht? Ja, stimmt. Das hätte ich nicht genommen. Das wäre nichts für mich. Man hat hier Hardcast Force of Negation offen, was ganz nett ist. Mhm. 16 zu 23. Ja, das klassische Matchup Colorless Pause gegen UW Blade. Eieiei, wir bohren mal ewig Chalice auf 1. Und er kriegt 2 Leben. Joa. Ja, das wird jetzt spaßig. Das wird ziemlich ätzend sogar, weil wenn jetzt nicht irgendwie langsam mal so Richtung True Name oder ähnliches kommt, das ist ein Teferi. Teferi macht in der Matchup halt genau gar nichts. Nee, den würde ich auch gar nicht spielen. Back to Basics war es, kein Teferi. Oh, ja, aber der ist viel zu viel Mana offen. Ja, und vor allem ist auch viel zu viel einfach auf dem Board. Also es ist halt... Dafür ist, und vor allen Dingen, jetzt hast du mal wieder nur ein Swords. Das enttappt nicht.
Nicht, dass es relevant wäre? Ich glaube nicht, dass es relevant wird. Ich glaube. Ja gut, dafür hätte er auch die Blaster untappen können. Ja, holt sich eine Insel, ne? Ja. Das enttappt dann. Achso, nee, das wird ja zur Insel, stimmt, dann enttappt sie ja auch. Yes, weil es ein Basic ist. Hat es auch gerade beiseite gelegt. Theoretisch wäre jetzt ein Mana mehr getappt. Wäre es? Ja, weil er den einen hat, enttappt hat. Ja, der hat beide enttappt und hat dafür den Monolith enttappt für 3 Mana, stimmt. Mhm. Für ein schwarzes, 2 farblose. Ja, stimmt. Theoretisch wäre ein Land mehr getappt, was entweder die Blast Zone wäre, doch wahrscheinlich die Blast Zone wäre. Ja. Genau. Dann zum Enttappen. Er wollte enttappen. Ja, dann kann er halt Infinite Mana machen. Inventor's Flare für. Ja, immer cool. Ach, der ist ja was Farbloses. Ja, ja, natürlich. Oh, nee. Und dann schieße ich dich mal tot für 1 Million. Das ist Combo. Das ist eine Combo, die halt noch niemand realisiert hat, gerade im Spiel. Ja. Deshalb. Ja. War ins Gesicht. Kann man nichts gegen tun? Nö. Da kannst ist halt eine Kreatur. Ist halt eine Kreatur. Du kannst über das Sword einfach drüber stacken. Yes. Und dazu kommt, dass du in Force of Negation in der Hand hattest. Genau, deshalb. Ja, 2-0 für Colorless Post. Sehr, sehr, sehr coole Matchups. Mhm. Und auch ein sehr interessantes Spiel. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Na, Black Seed. Ciao, ciao.